Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Arts, Crafts and Kitty Cats. Heute zeige ich euch zwei Bilder, die ich mir bei Karatart bestellt habe. Viel Spaß beim Video! So, meine Lieben, heute zum Thema, ich mag auch andere Tiere, nicht nur Katzen, habe ich hier zwei Bilder von Karatart, die jetzt keine Katzen sind, aber trotzdem Tiere und Tiere, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Das erste Tier hätten wir hier und das Bild trägt eigentlich den Namen Blauer Stolzer Wolf. Tja, ich würde jetzt eher sagen, dass das ein Fuchsi ist, aber der Name sagt eben Blauer Stolzer Wolf. Schauen wir uns mal das Bild aus der Nähe an und schauen wir mal, ob wir im Großformat vielleicht erkennen, dass das ein Wolf und doch kein Fuchs ist. Ich bleibe trotzdem der Meinung, dass es ein kleines, schnuckeliges Fuchserle ist. Dann öffnen wir dieses Paket und schauen hinein und finden hier die Leinwand. So. Schwuppdiwupp. In unserem Kit haben wir zuallererst ein Basic Toolkit von Karatart. Das beinhaltet, wie bis jetzt immer, einen blauen Diamond Painting Stift mit einem blauen Squishy. Ein weißes Schiffchen, ganz ein gewöhnliches weißes Schiffchen mit einer Ausschütthilfe ohne Stopper. Eine Pinzette, sehr spitz, mit Abdeckung, damit man sich nicht verletzen kann. Und einen Vierfach- und Siebenfach-Multiplacer, mit dem man mehrere Steine gleichzeitig auf das Bild kleben kann. Und ein kleines Containerchen mit einem blauen runden Wachsblättchen. Meine Favorites. Ich liebe diese Container. Sehr praktisch. Und halten das Wachs schön sauber. Vor allem, wenn man, wie ich, vier Katzen hat, die dann gerne mal mit diesem kleinen Container spielen. Okay. Jetzt nochmal im Großformat dieses süße Wesen hier in wunderschönen Blautönen. Blau ist ja eine meiner Lieblingsfarben und hier haben wir ganz viele verschiedene Blautöne in diesem Bild und ganz viel schwarzen Hintergrund, ganz viel Color Blocking. Ja. Aber wenn ich mir hier so dieses Tierchen ansehe, bin ich immer noch der Meinung, dass es kein Wolf ist, sondern ein Fuchs. Was meint ihr dazu? Ist das ein Wolf oder ist es ein Fuchs? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber ich gehe davon nicht ab von meinem Standpunkt, dass das ein Fuchs ist. Weil allein schon hier schon diese Mähne quasi. Und diese spitze Schnauze hat eher was von einem Fuchs als von einem Wolf. Aber ich kann mich auch irren, vielleicht seht ihr das ganz anders. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, Fuchs oder Wolf. Ich bin für Fuchs. So, wir haben hier auf der Leinwand wieder oben und unten den Firmennamen. Rechts und links oben die Legende. Hier habe ich schon angemerkt, dass es vielleicht besser wäre, sie rechts, links oben und rechts unten zu machen.
dass man hier auch immer einen schönen Überblick hat über die Legende, auch wenn man hier unten arbeitet, dass man nicht immer nach oben schauen muss. Das wäre ganz toll. Die Leinwand selbst ist wie immer in gewohnter Gradart-Qualität, schön robust, mit abgesteppten Rändern und Ecken. Somit kann hier nichts ausfransen. Und die Klebrigkeit, sehr gut, klebt sehr gut. Aber wie immer bei den Gradartbildern haben wir hier so eine raue Fläche, die aber wie gesagt nicht störend ist, weil ich die auch hier so mit meinem Finger hinbekomme. Das ist einfach eine raue Stelle, aber keine Erhöhung oder kein Luftbläschen oder keine Luftansammlung, was jetzt hinderlich wäre, um die Steine anzubringen. Sonst, das Rendering finde ich in dem Fall relativ gut. Man kann sehr gut erkennen, dass das der Fuchs ist. Und auch hier so nach oben hin, dass er eher so hier im Schatten steht und hier eben von dieser Lichtquelle angeleuchtet wird, von dieser magischen Lichtquelle. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. So, als nächstes schauen wir uns die Steinchen an. Das Bild hat eckige Steinchen in verschiedenen blauen Tönen. Die auch sehr, sehr schön sind. Ich mag das Blau sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Schauen wir uns mal ein paar Steinchen an. Die verschiedensten Blautöne. Sehr schön. Hier natürlich sehr, sehr viele Säckchen mit Hintergrundfarbe. Wobei das hier jetzt kein Schwarz ist, sondern eher so ein dunkles Blau. Also ein ganz, ganz tief dunkles Blau. Und da wir hier sehr viel dunklen Hintergrund haben, schauen wir uns nochmal die Symbole an. Also ich finde auch hier, dass man die Symbole sehr gut erkennen kann und sehr gut voneinander unterscheiden kann. Das gefällt mir sehr gut. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier so zum Beispiel bei diesem ganzen dunklen Hintergrund eine Farbe haben, die fast genauso aussieht, kann man das Symbol sehr, sehr gut von einer anderen dunklen Farbe unterscheiden. Und das gefällt mir gut, weil es da zu keinen Verwechslungen oder Verwirrungen kommen kann. Auch hier zum Beispiel haben wir das Z und das F, sind ja zwei verschiedene Farben, schauen aber ziemlich gleich aus. Und es ist aber ein anderes Symbol. Es ist auch nichts verschwommen an den Symbolen, das heißt, man kann sie sehr gut erkennen. Gefällt mir gut. Kann man sicher gut damit arbeiten. So, Bild Nummer 1. Und Bild Nummer 2. Hat mir auch sehr gut gefallen, ist auch ein Tier, das ich sehr bewundere. Es handelt sich um einen Vogel, der sehr, sehr klug ist. Und zwar ist das ein Rabe. Und dieses Bild trägt den Namen Fokussierter Rabe. Und warum ich persönlich jetzt Raben so gerne mag, das erzähle ich euch gleich. So. Oh, die Schachtel ist in dem Fall sehr passgenau.
eh. Oh, der ist ja hübsch. Der ist ja ein hübscher Kerl. Der fokussierte Rabe hat die Größe 45 x 32. Der, habe ich vergessen. Der blaue stolze Wolf hatte die Größe 40 x 40. Das heißt hier, der Rabe ist ein wenig größer. Ich mache es jetzt einfach nochmal auf, damit ich das gleich hier in meinen Organizer tun kann. Wieder eine Pinzette. Na komm, jetzt zier dich nicht so. Ein blauer Stift mit einem blauen Squishy. Bis jetzt in jedem Bild, was ich ausgepackt habe von Karat Art, hatte ich einen blauen Stift mit einem blauen Squishy dabei. Ich denke mal, dass Blau die Farbe von Karat Art ist. So, nochmal einen 4er und einen 7er Multiplacer. Noch ein stinknormales weißes Schiffchen mit Ausschütthilfe und ohne Stopper. Und von dem kann ich gar nicht genug kriegen. Ein blaues, rundes Wachsblättchen im Cremchen-Tiegel. So, aber jetzt zurück zum Bild. Der Rabe. Warum mag ich den Raben so gern? Raben sind so super kluge Tiere. Sie merken sich die Gesichter von Menschen. Das heißt, wenn jemand ihnen was Böses tut, und das sieht den Menschen wieder, der merkt sich das. Oder auch wenn man einem Raben etwas Gutes tut, merkt er sich das auch. Und ich hatte in meiner Jugendzeit einen Raben, der mich immer wieder besuchen gekommen ist. Der ist dann an mein Fenster geflogen und ich habe ihn gefüttert. Und natürlich kam er dann immer wieder, weil er hat sich gemerkt, hey, bei der Alten, da gibt es immer lecker Sachen. Da komme ich öfter mal her. Und ja, das war schon recht faszinierend, dass er dann wirklich immer wieder gekommen ist und hat mich auch sehr gefreut. Und Raben sind auch Tiere, die dann wirklich über Dinge nachdenken, bevor sie irgendetwas tun. Ich habe einmal einen Raben gesehen, der hatte eine Walnuss, woher auch immer er diese Nuss hatte, und hat sich überlegt, wie er die jetzt aufbekommt. Und irgendwann ist er dann mit dieser Nuss in die Höhe geflogen und hat sie auf den Boden fallen lassen und hat gesehen, okay, ich kriege die jetzt nicht auf. Und das hat er dann aber nochmal probiert und dann kam aber ein Auto daher und ist über diese Nuss drüber gefahren und dann war die Nuss offen. Und er hat sich gedacht, hey, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das heißt, er hat sich gemerkt, wie er dann eine Nuss öffnen kann. Ich habe den Raben dann noch ein bisschen länger beobachtet und er hat das dann wirklich nochmal versucht. Er ist aber erst hochgeflogen, als er gesehen hat, dass wieder ein Auto kommt, hat die Nuss fallen lassen und das Auto ist wieder drüber gerollt und er hatte seine Nuss offen. Herrlich. Ich finde sowas herrlich. Und ich mag kluge Tiere und deswegen mag ich Raben sehr gerne. Ja. Bild an und für sich, das Rendering sehr schön. Der Rabe schaut auch aus, als würde er irgendwie von einer bunten Lichtquelle angestrahlt werden. Und ja, guckt auch so irgendwie so ein bisschen mit dem Köpfchen schief. Und man kann sehr gut erkennen, dass es ein Rabe ist. Ja, finde ich schon. Farben sind super schön. Leinwand, wie immer bei Karat Art. Wir haben hier 24 Farben für diesen Raben.
Leider ist hier wieder die Leinwand ein bisschen angeknackst, sagen wir mal angeknackst. Ich werde versuchen, hier etwas Schweres draufzulegen. Vielleicht legt sich das dann wieder hin. Bügeln mag ich nicht so gern, bin ich nicht der Fan von Bügeln. Und deswegen werde ich es mal so versuchen. Aber wenn das nicht klappt, bleibt mir sowieso nichts anderes übrig, als das Bild zu bügeln. Ja, was kann man denn noch sagen über diesen Raben? Haben wir schon uns die Stickiness angeschaut? Ich glaube nicht. Ja, also das Bild ist schön klebrig. Alles gut. Hier haben wir wieder diese rauen Flecken, die aber jetzt keine Erhöhung haben. Also auch hier nicht störend sind. Wir haben keine Falten im Bild und auch keine Lufteinlagerungen. Das heißt, es ist einfach nur blöd für die Sicht, weil man nicht aus jeder Perspektive jetzt die Symbole erkennen kann. Ja, okay. Abgesteppte Ränder, abgesteppte Ecken, kann nichts ausfransen. Super. Schauen wir uns noch die Steinchen an zu diesem Bild. 24 Farben. Oh Gott, ist das ein schönes Blau. Oh mein Gott. Schaut euch dieses Blau an. Das ist ja echt mega schön. Das haben wir hier. Die verschiedensten Blautöne. Hier auch ein wunderschönes Türkis, ein dunkles. Und ganz, ganz viele Blautöne, Lila-Töne, ein wunderschönes Magenta. Ja. Also es schaut auch so aus, als wären hier die Steinchen ziemlich knapp bemessen. Aber ich denke einmal, es wird sich gut ausgehen mit den Steinchen, die hier sind. Wir haben eckige Steinchen und die schauen auch alle sehr gut aus auf den ersten Blick. Natürlich wieder ein paar, die sich verirrt haben in ein anderes Säckchen, aber das stört nicht wirklich. Ja, also im Großen und Ganzen hübsches Bild, hübscher Rabe. Freue mich schon, wenn ich den painten kann. Ja, somit sind wir wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr denn so haltet von meinem Fuchsi, ob das ein Fuchsi ist oder ein Wolf. Und auch gerne, was ihr denn so von Raben oder Krähen an und für sich haltet. Würde mich sehr freuen, wenn ich da was höre von euch. Würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bussi, Baba!